Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, David. Heute sind Molly und Tom zu mir gekommen und wir wollten eigentlich etwas spielen, aber schaut mal, ich glaube, dem Tom geht's heute nicht so gut. Tom, was ist los? Bist du krank? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich nicht so gut. Tom, hast du Bauchschmerzen? Nein, keine Bauchschmerzen. Hast du Halsschmerzen? Ja? Und musst du auch husten? Hast du Husten und Halsschmerzen? Ja? Oh, Tom hat Husten und Halsschmerzen. Und Tom, was ist mit deinen Zähnen? Hast du Zahnschmerzen? Nein. Okay, Tom hat keine Zahnschmerzen. Und mit deinem Kopf? Hast du Kopfschmerzen? Nein. Und die Stirn ist auch nicht heiß? Ich glaube, Tom hat auch kein Fieber. Was ist denn mit der Nase, Tom? Hast du Schnupfen? Ja? Ah, okay. Tom hat Schnupfen, Halsschmerzen und Husten. Vielleicht hat Tom eine Erkältung. Bauchschmerzen, Schnupfen, Husten sind nicht leicht wegzupusten. Halsschmerzen und auch Fieber kommen im Winter immer wieder. Vielleicht müssen wir in die Apotheke gehen, Molly, und Tom Medikamente besorgen. Sollen wir Tom vorher noch ein Lied singen? Da kann er sich ein bisschen ausruhen, bevor wir losgehen, okay? Beim Husten, da muss ich kräftig pusten. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Die Halsschmerzen, die kratzen so, die machen mich nun gar nicht froh. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Bauchschmerzen hab ich heute sehr, da schmeckt das Essen nimmer mehr. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Mit Fieber lieg ich nun im Bett, das find ich aber gar nicht nett. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Kinder, wir hoffen, dass ihr zu Hause alle gesund seid und keiner krank ist, weil das ist nicht schön. Aber ich glaube, Toms Erkältung wird nicht so lange dauern. Wir gehen ihm jetzt Medikamente besorgen und Tom ruht sich noch ein bisschen aus. Und ich denke, dann ist er auch bald wieder gesund und dann können wir wieder zusammen spielen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Mal.